Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Gothic Let's Play. Wir waren gerade vor Talas und haben uns überlegt, ein paar Goblins zu killen. Und es juckt mich ganz, ganz wahnsinnig in den Fingern, das heute noch zu machen. Deshalb, Talas, alte Socke, wir wollen dir helfen. Da brauchst du gar nicht wegrennen. Da brauchst du... Sag mal. Was soll denn das jetzt hier? Talas. Alles wird gut. Talas? Was ist denn das jetzt für ein Mist? Jetzt können wir den nicht mal ansprechen. Naja gut, dann laden wir nochmal neu. Was war das denn? Und, bin ziemlich... Erwache. Ziemlich gespannt, wo diese Goblinhöhle jetzt eigentlich ist. Wir sind bereit, wir können losgehen. Ich bin bereit, wir können losgehen. In Ordnung, folge mir. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Lalala, jetzt mal wieder ein bisschen wandern. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich unser Zweihänder hier jetzt in Aktion macht. Immerhin wird das unser erster Einsatz. Unsere Klinge dürstet nach Blut. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Wir sind ein Stück weit schneller als der Junge. Besser, wir rennen hinter ihm her. Und das wird, denke ich, eine ganz spannende Angelegenheit. Gerade weil wir ja die schwarzen Goblins vorhin mit unserer alten Waffe, mit dem Steinbrecher, versucht haben, kaputt zu kriegen. Und jetzt nehmen wir es mit schwarzen Goblins quasi auf, mit unserer neuen Waffe. Boah, sieht auch einfach mal schon richtig männlich aus. Ja, und eigentlich hatte ich ja vor, erst morgen weiterzuspielen, habe auch gar nicht jetzt so viel Zeit. Halbes Stündchen werde ich zocken können. Aber es hat mich ja jetzt so gejuckt, jetzt wo wir gerade vorhin unseren Zweihänder hier so gelernt haben, den mal einzusetzen. Also ich bin echt wahnsinnig gespannt, wie die Goblins da jetzt gegen uns abschneiden. Und ich hoffe ja, dass Talas uns auch ein bisschen hilft. Vielleicht ein paar Schläge blockt oder abfängt der Goblins, dass wir austeilen können. Ich fände es ein bisschen schade, wenn er einen auf Angsthase machen würde und draußen vor der Höhle weiterhin steht. Aber vor allem muss ich sagen, frage ich mich ja jetzt, wie lange wir jetzt dem Typen hier hinterherrennen werden. Ich hoffe ja ganz inständig, es ist nicht die Höhle, die wir eh schon ausgehoben haben. Noch kann ich da aber leider keine Entwarnung geben, denn es ist der gleiche Weg. So, wo gehen wir jetzt lang? Scheinbar scheint die Brücke unser Ziel zu sein. Doch nicht. Schade, schade. Dann wäre ich wenigstens sicher gewesen, dass wir an der falschen Stelle vorhin waren. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Angsthase. Na gut. Immerhin, diese Brücke ist unser Ziel, nicht die Höhle von vorhin. Eieiei, na dann werden wir mal sehen, was die kleinen Mistviecher so zu sagen haben gegen unseren Mega-Schwinger. Oh, so wie die da alle stehen, hätten wir einen Feuerzauber nur reinmachen müssen und das wär's schon gewesen. Ah, schaut mal, unsere neue Rüstung, die haben wir ja auch am Start. Die Viecher machen kaum mehr Schaden gegen unsere Templer-Rüstung. Dazu kommt, dass wir natürlich diesen geilen... Na, einen höre ich noch. Dazu kommt, dass wir diesen geilen Ring haben mit plus 10 Schutz vor Waffen. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen vor den Mistviechern. So, da hinten ist die Höhle. Alles klar. Und ich glaube, mit dem Schwert, das hat sich wahnsinnig gelohnt, ne? Wir haben fast genug Schaden, um so einen schwarzen Goblin mit einem Streich zu knicken. Und das finde ich wahnsinnig geil. Wollen wir mal schauen, was in dieser Höhle auf uns wartet. Ich zauber mal fix ein bisschen Licht. Whee! Und ich nehme mal an, das wird jetzt nicht viel schwerer, als gerade eben die Ansammlung der Goblins schon war. Zack. Ich höre die Biester. Ich höre sie, ich sehe sie noch nicht. Da, einer. Boah, das war ein kritischer Treffer. Der hat den Jungen sofort umgelegt. Oh, wow. Okay, das ist jetzt eine ganze Menge gerade. Da stehen wir taktisch nicht am allerschlausten.
Alter Schwede. So, zack, zack. Boah, da seht ihr mal, um was für, ich würde mal sagen, Quantensprünge wir mächtiger geworden sind. Gerade eben noch übers viel Probleme gegen so eine Horde an kleinen Mistviechern. Jetzt ohne weiteres, jetzt das größte Problem, die Dinger überhaupt zu erreichen, weil die ganze Zeit vor uns wegrennen. So. Aber sie werden beständig weniger. Und was für ein Radius wir auch mit dem Schwert abdecken. Der Hüter ist richtig lang, die Hüterklinge. Da haben wir eine richtige Entfernung, wo wir die Gegner killen. Und ich meine, was war das bitte gerade für ein epischer Kampf? Ja. Scheiße nochmal. Guckt euch mal an, wie viel Lebensenergie wir verloren haben. Und wir hatten nicht volle Lebensenergie, als wir hier in diese Höhle reingegangen sind. Alter Verwalter. Scheiße noch eins. Ich habe gerade ein riesengroßes Grinsen auf dem Gesicht. Eieieiei. Na gut, mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte wir brauchen fürs nächste Level. Ah, noch ungefähr 3000 Erfahrungspunkte. Mal sehen. Vielleicht wird uns dieser Almanach ja mit so vielen Erfahrungspunkten entlohnt. Ich weiß es nicht. Dann können wir auch gleich den nächsten Magiekreis lernen. Ich hoffe, das waren alle Goblins, die hier irgendwie ihr Unwesen getrieben haben. Ah, die Höhle ist ein wenig größer, als man am Anfang denkt. Ah, ich zücke am besten mal die Waffe, falls hier noch irgendwo ein Goblin rumsteht. Hier ist ein einsamer Trank, ein paar Höllenpilze, die nehmen wir mit. Pilze mögen wir immer noch sehr. Und mal sehen, hier links vielleicht, was hier los ist. Hier ist nichts los. Hier hängt nur irgendwelches Gestrüpp von der Decke. Mhm. Wahrscheinlich haben wir gerade eben alle Goblins der gesamten Höhle rausgelockt. Nennt uns den Todesbringer. Wow. Ist hier irgendwas am Start? Nee, auch nichts. Gut, dann ist wahrscheinlich die letzte Höhle da. Hier links der letzte Gang, unser Gang, der uns... Aha. Ist immer noch ein bisschen was. Ja, hier haben bestimmt überall so einzelne kleine Horden von Goblins gewartet. Aber wir haben sie alle gleichzeitig rausgelockt. Geil. Ja, aber zweifelsohne müssten wir dann jetzt hier irgendwann genau auf den Almanach treffen. Wahrscheinlich ist der in einer der Kisten da drin. In einer der Kisten. Nehmen wir mal die Spruchrolle, den Pfeil, da hinten die Nagelkeule an der Wand. Die nehmen wir auch mit. Ein Streitkolben sogar. Aha, Trank, ein paar Biere, selbst Goblins trinken gerne Biere. Und hier drin finden wir bestimmt den Almanach. Ja, der Almanach, dieses uralte Zauberbuch enthält eine Reihe magischer Formeln, die sich alle auf die Verwandlung sogenannter Fokus... die Verwendung sogenannter Fokussteine beziehen. Was für ein Wunder, wir finden sogar in dieser frei zugänglichen Truhe einen Dietrich. Damit könnten wir also gleich diese Truhe knacken. Ich schnapp mir wieder einen Stift. So... Ach nee, die Truhe war einfach so zu öffnen. Geil, 86 Erzbrocken, das gefällt mir ziemlich gut. 5 Pfeile, ein bisschen Bier, ein paar Dietriche, warum nicht? Joa, dann sollten wir mit unserem Almanach jetzt eigentlich, alles zusammen haben, was wir für die große Anrufung des Schläfers, gebrauchen können. Also zurück zu Talas, der wartet ja sicherlich noch ganz, mutig. Ah, noch einer. Komm her. Zack. Das gefällt mir richtig gut mit unserem Zweihänder. Das hat sich richtig gelohnt. Geil, geil. So, Talas, wir haben, was du verloren hast. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Ja, ganz genau. Das war auch mein Plan. Ich denke, dann gehen wir den Almanach einfach an Korkalom. Und mit ein bisschen Glück wird diese ganze Angelegenheit auch mit sehr, sehr viel Erfahrungspunkten vergolten. Wie viel bräuchten wir denn jetzt? Ja. Ein bisschen weniger als 3000. Naja, ich glaube, 3000 Erfahrungspunkte gibt es für sowas nicht. Aber ich weiß, dass uns eine sehr lange und aufreibende Suche bevorsteht. Und vor allem das nächste Kapitel dann auch demnächst anfängt. Und wenn das passiert ist, sind ja auch hier wieder überall neue Monster. Kommt denn der Talas hinterher? Ah. Na, ist jetzt auch egal, wo er hin ist. Ja, und dann spawnen ja... Sporn, wollte ich gerade sagen. Dann spawnen ja auch neue Monster. Und die gilt es dann auch hoffentlich mit ein, zwei mächtigen Schwingern
so wie wir das zurzeit drauf haben, zu töten. Ja. Zack. Also einen Nachteil haben diese Zweihänder vielleicht. Man kann normalerweise, wenn man läuft, aus dem Lauf heraus mit einem Schwinger quasi angreifen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ich kann jetzt nicht mehr die Waffe schwingen. Ich muss stehen bleiben, um dann zu schlagen. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, aber... Ja, ich weiß nicht, so schlimm ist das auch nicht. Und vielleicht lesen wir uns dieses Buch auch einfach mal durch. Würde mich eigentlich mal interessieren, was da drin steht. Der Almanach. Weil man kann ja alle Bücher in dem Spiel auch lesen. Die gebündelte Macht. Die im Innern des Steins ruhende und ständig wachsende Kraft wird durch die Worte des Magiers freigesetzt. Beständig oder auf einen Schlag, das liegt alleine in seinem Ermessen. Zugleich wird der Fokus jedoch frei von der Macht, er ist nunmehr eine leere Hülle. Die Worte der Macht, um die in einem Fokus aufbewahrte Energie freizulassen, sind vielen Künstlern der Arkanenkräfte zugänglich. Auch ein neues Artefakt mit Energie zu füllen, ist mehr magische Gepflogenheit geworden, denn ein Geheimnis der Wissenden. Doch einen gebrauchten Fokusstein wieder erneut aufzuladen, verstehen nur Auserwählte. Diese Formel aus uralten Tagen dient als Zeichen der hohen Gabe. Sodann, Wissender, öffne deinen Geist für die Worte alter Macht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wenn man Spieleprogrammierer ist und sowas schreibt, dann hat man richtig viel Spaß. Hey Talas, was machst du denn hier? Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Kurkalom. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Ja, das haben wir schon bemerkt. Aber so ein Faulpelz wie dir wollen wir sowieso nicht helfen. Wahrscheinlich können wir jetzt sogar unsere neue Krautration abholen. Ich frage mich gerade, wie der überhaupt da hingekommen ist, ne? Immerhin ist er doch gerade noch hinter uns gewesen. Das gehört wahrscheinlich zu den Rätseln, die wir so schnell nicht lösen werden. So, dann müssen wir hier, glaube ich, links abbiegen. Dann ist Fortuno gleich da, unser Local Dealer. Wahrscheinlich sollten wir auch einfach mal zur Entspannung ein bisschen Sumpfkraut konsumieren. Dafür ist es ja da. Ich glaube, wir haben auch noch gar nicht den stärksten Stängel geraucht. Das könnten wir ja eigentlich mal machen. Fortuno, hast du für uns ein wenig Kraut? Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Oder kauf was. So ein Mist. Na gut, dann rauchen wir einfach das, was wir dabei haben. So, wo haben wir denn hier so ein Stängelchen? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Da. Schwarzer Weiser, grüner Novize. Was rauchen wir? Traumruf könnten wir auch mal rauchen. Ach, komm, rauchen wir mal einen Traumruf. Wir brauchen mittlerweile was Stärkeres. Mana plus 2. die Piranhas, wie geil ist das denn? Ja, ist klar, man raucht Kraut und wird dadurch geistig stärker. Das ist die Aussage, liebe Kinder, die wir hier quasi, ja, treffen können. Ach, wie geil das einfach nur ist. So, ich wollte ja, bevor ich jetzt hier viel weiter spiele, fix mal auf einen anderen Spielstand speichern, falls wieder irgendein Fehler passiert, wie letzte Mal. Das wäre sehr ärgerlich, wo ich den Game-Sound einfach nicht aufnehme.